What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Hallo, meine lieben Kochfreunde. Heute machen wir Rippchen mit Sauerkraut und Grünkohl und Kartoffeln. Ihr könnt dünne Rippe nehmen oder dicke Rippe. Es geht einfach zum Fleisch und sagt, ihr nehmt dünne Rippe, dann kriegt ihr sowas. Dann brauchen wir Bauchspeck, Sauerkraut, Grünkohl, Senfkörner, Kümmel, Worcestersoße, braucht ihr nicht unbedingt, ich nehme sie sehr gerne, Majoran, Süßstoff, dann braucht ihr irgendein Steakgewürz oder ich habe jetzt hier Spießbratengewürz, also irgend sowas. Fette Brühe habe ich jetzt hier, das ist Fleischbrühe, ihr könnt auch aus dem Glas nehmen, Salz, Pfeffer, Dillspitzen, geschnittene Champignons und ein Bier. Ich fange jetzt an mit dem Bauchspeck schneiden für Sauerkraut und für den Grünkohl. Und ganz wichtig ist, ihr könnt ihn einfrieren und dann nehmt ihr den aus dem Tiefkühlschrank raus und lässt es sich am besten schneiden. Die Pelle mache ich ab. Die lege ich nur so rein und nehme die nach dem Garn und nehme sie wieder raus. Der Bauchspeck ist fertig. Jetzt würzen wir die Rippchen und zwar mit Salz, Pfeffer und mit Senf bestreichen. Jetzt fangen wir an, die Pfanne heiß werden zu lassen mit der Makrele, damit wir die Rippchen anbraten können. Und das Sauerkraut können wir auch schon anstellen, weil ich das richtig deftig anbraten werde, also so richtig braun. So, wir braten jetzt die Rippchen an. Ganz vergessen, Tomatenmark brauchen wir natürlich auch gleich. Jetzt braten wir die Rippchen an, müssen wir nach und nach reintun, weil ich kriege die alle in die Pfanne rein. Müssen wir dann mal ein paar rausnehmen und zwischendurch mal wieder. Jetzt müssen wir natürlich von der anderen Seite auch mal würzen mit Salz und Pfeffer. Jetzt wird es natürlich ein bisschen Stress, weil jetzt das Sauerkraut, das dreht nebenher. Und jetzt warten wir, bis es richtig braun wird. Also ohne Gewürze, ohne alles, einfach erstmal braun braten. Den Grünkohl habe ich auf kleiner Flamme, lasse ich den auftauen. So, jetzt ist hier gerade ein Katastrophenalarm. Das brennt ja jetzt an, also das brennt an. Jetzt müsst ihr das mit kaltem Wasser, ganz kaltes Wasser, abstoßen. Ihr kennt es von den Rouladen bestimmt noch. Hier, guckt, und dann bildet sich der Fond, der Soßenfond, woraus die Soße dann gemacht wird. Aus Rippchen wird eine sehr, sehr schöne Soße. Über den Wolken. Seht ihr mich noch? Hier ist völlig alles vernebelt. Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man. Also den nehme ich jetzt raus und mache den nächsten. Sauerkraut jetzt mit Wasser, weil das brennt ja jetzt auch an. Jetzt wird das langsam braun. Auf jeden Fall von der anderen Seite auch wieder was. Kennt ihr ja von Polen. Mit Salz und Pfeffer. Das Sauerkraut ist fertig. Also kurz anbraten hier. Jetzt machen wir weiter mit dem Gemüse. Genug angebraten, jetzt kriege ich hier kaltes Wasser zu. Tue den Rest nicht mehr rein. Noch ein bisschen. Jetzt können wir das Steakgewürz oder was ihr da habt. Müsst ihr mal gucken, irgendwie sowas Spießbraten, Schweinebraten oder Steakgewürz. So, jetzt geht's wieder los mit Zwiebeln. Ines und Zwiebeln gehören zusammen. Da hätte ich noch oft für Sauerkraut und für das
Grünkohl. So, in den letzten Folgen habe ich euch ja gesagt, dass ihr Tomatenmark reinmachen müsst, weil da entsteht ja die leckere braune Soße. Also tue ich jetzt Tomatenmark rein und dann lasst ihr das richtig ordentlich anbrennen. Und dann mit kaltem Wasser wieder abstoßen, wie ich immer so schön sage. Das Sauerkraut machen wir mal kurz aus, weil ich komme gerade im Moment nicht hinterher. Jetzt fülle ich das Sauerkraut mit Wasser auf. Nicht zu viel. Weil das machen wir ja dann noch schön dick und sämig. Das Tomatenmark ist jetzt angebrannt. Hier wird es schon richtig schön braun. Jetzt geben wir die Champignons dran mit allem drum und dran, mit Saft. Jetzt Bier. Habt ihr das zwischengehört? Ich würde sagen, eine halbe Flasche. Jetzt wieder meine Dillspitzen. Süßstoff. Die zwei Fleischbrühwürfel und natürlich noch ein bisschen Wasser, weil ich ja mehr Soße brauche, als da jetzt drin ist. Jetzt machen wir einen Deckel drauf und lassen das eine Stunde kochen. Auf mittlere Flamme. Jetzt braten wir den Speck für das Sauerkraut und für den Grünkohl. Und dann würze ich das noch, mache das noch mit Kartoffeln, aber das zeige ich euch gleich. Also die dürft ihr nie wegschmeißen, auf jeden Fall mit anbraten und auch mit reintun. Ich könnte jetzt den Schluss wegschmeißen. Jetzt gebe ich die Reste von Zwiebeln dazu, die ich vorhin nicht durchgelassen habe. So, jetzt würze ich das Sauerkraut. Jetzt kommen erstmal die Senfkörner dran. Ein bisschen Süßstoff, Majoran. Jetzt die Hälfte von dem Speck und den Zwiebeln, weil die andere Hälfte kommt hier in den Grünkohl. Dann mache ich noch ein bisschen Wustersoße dran an Sauerkraut. Ist wirklich sehr lecker. Braucht ihr nicht, aber könnt ihr. Jetzt noch an beide Gemüsearten Wasser, weil ich das gleich noch sämig mache. Was ganz wichtig ist, was ich vergessen habe, an Grünkohl muss natürlich Essig dran und auch Süßstoff. Salz, Moment. Jetzt rühre ich das um. Das lassen wir so ein bisschen köcheln und dann kosten wir mal, schmeckt. Ansonsten würzen wir nochmal nach. Also ich will euch ja nicht belügen, ihr solltet genauso kochen wie ich koche. Und ich habe gerade abgeschmeckt und mir ist das einfach noch zu lasch. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Brühe dazu. Ich überlege noch, ob ich noch ein bisschen Rotwein dazu gebe, aber ich probiere es erstmal mit Brühe. Jetzt mache ich wieder die Kartoffeln klein, also rein fürs Gemüse. Ihr kennt das ja schon von den letzten Videos. Die Flamme wieder groß, damit es richtig kocht. Und jetzt mache ich das Gemüse sämig. Das ist ja nur Wasser und das binde ich jetzt mit den Kartoffeln. So, und jetzt müsst ihr das Gemüse auch ausmachen, sonst brennt das an. Not sure I understand. Ich habe bei den Rippchen noch 20 Minuten dazugegeben, damit die richtig weich werden, damit die Knochen so aus dem Fleisch rausfallen. Jetzt werden wir die andicken, die Soße. Das ist wieder meine geriebte Kartoffel, das kennt ihr ja. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen.
Und wie immer nächste Woche was Neues. Bis dann, eure Ines. I got too much light running through my veins.